zu bauen. Und wie gesagt, die Winde ist auch im Einsatz. Also er fährt ja jetzt gerade. Wir kommen mit unseren normalen Pistenbullis nicht diesen Berg von der unteren Seite hoch. Das schafft er also auch nur, weil seine Winde wirklich angetrieben ist. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, zieht diese Winde mit etwa 2 Kilo. Aber das reicht gerade so, um dann auch steilere Berge hoch. Da ist richtige Hydraulik verbaut. Wir haben hier aber auch noch einen Pistenbully in 1:12. Der hat gearbeitet, sondern das ganze Schild ist komplett hydraulisch. Und das hat auch die Funktionen wie alle anderen, was man jetzt hier schön sieht, was hier gerade demonstriert. Das ist also eine echte Modellbau-Hydraulik. Damit wird dann in erster Linie Schnee aus den Reservaten in die Pisten geblasen, um mal wieder weiter präparieren zu können. Angetrieben sind die von 2 Crosses-Motoren. Und er kann auch hoch diese beiden sogenannten Kamine, wo der Schnee rauskommt, vereinzeln verstellen nach rechts und links. Also somit kann man dann den Schnee auch problemlos in alle Richtungen befördern, wo er dann gehen muss. Lange Zeit war es also so, dass wir, das war ein TT180, wir haben dann angefangen, diese Fahrwerke umzubauen mit Einbauten aus Holz, um heutige Modelle nachzuempfinden. Inzwischen gibt es wieder einen kleinen Serienhersteller für diese Rauchspulde. Da hatten wir also auch das Problem, dass so einer oder andere sehr schnell kaputt gegangen ist. Und dann hatten wir ganz zu Anfang nochmal ganz kleine Pistenbullis. Das sind die Maßstab 1:16. Die, sag mal, der es gibt einen Bausatz, um den keine freie Farbwahlen. Es gibt, normalerweise ist die Grundfarbe rot, aber zum Beispiel dieser gelbe Pistenbully, den wir hier haben, diesen PW300, die sind in Kanada beheimatet. In dann gibt es sie in Silber, in Gold, Variante, wenn man so schön sagt. Das ist ein Bulli, der wird dieselelektrisch angetrieben, also sprich, man hat einen kleinen Dieselmotor, der einen Generator antreibt und dann die Fahrmotoren elektrisch angetrieben. Aus der Schweiz gibt es ein Skigebiet, da ist alles in Blau gehalten. Und es gibt einige Skigebiete, die Sonderfarben wünschen. Und dann wird es auch mal lackiert, die Grundfarbe ist grau. Rot, bei Trinot ist es also so, dass die Grundfarbe grau ist. Je nachdem ist man locker bei 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Und man kann also immer weitermachen. Man sieht also jetzt hier nochmal von 1:8 laufen, hier vorne die beiden kleinen Dickies. Winde in Betrieb. Und so wir treffen uns dann auch im Winter mal zusammen, um etwas im Schnee zu fahren. Und das Hobby ist also. Damit neigt sich auch langsam schon wieder unsere renovierte Zeit. Ich gehe davon aus, der ein oder andere Kollege wird jetzt hier eine Vorsicht, da ist ein Seil gesperrt. Piste wird ein Warngestell aufgestellt, meistens mit einer Blitzleuchte, die dann ankündigt, dass das Pistengericht. Und da ist dann jetzt auch passiert, dass der Kollege es nicht gesehen hat und eingefahren ist. Und das passiert leider heutzutage. Große Skigebiete verfügen mal locker eben über 12, 13, 14, 20, 30 hohen Kosten für die Skipässe, weil man sieht leider nachts nicht mehr, was auf den Pisten los ist, was präpariert. Und es dauert also in der Regel 8 bis 10 Stunden, bis ein komplettes Skigebiet nachts wieder durchpräpariert ist.